Ne? Das war im Grunde einfach, siehst du auch so, mein Ingo Mann, ne? Ja, du bist auf meiner Seite. Na ja, und dann, was ist denn, also du hast ihn, wie hast du denn die Nadeln da abgekriegt? Hast du die alle abgezogen oder was? Erst habe ich das mit der Hand versucht, aber die sind ja noch frisch. Da geht das schwerer, weil die ja so ein bisschen kleben ja, und baggern. Und dann habe ich mir Sorgen, mir eine Konstruktion gebaut aus einer Kneifzange. Da kann man dann nur so über den Ast und dann kann man das so rupfen. Und dann fallen die ab. Aber das hat auch nicht ganz funktioniert. Das war auch anstrengend. Ich habe aber eine Viertelstunde gebraucht, um nur so drei Zweige zu entnadeln. Oh. Da war mir das zu blöd. Dann hast du auch einen schönen großen Baum genommen? Erstmal einen kleinen. Erstmal einen kleinen. Den ne? ehrlichen Nordmann, mein Engelmann. Wieso erstmal? Hast du noch einen anderen genommen oder was? Ich hoffe, danach hatte ich über die Weltidee. Hatte ich. Und? Weißt du was? Kennst du diesen Trichter, den die da haben? Da ist ein großer Metalltrichter. Wo die das ins Netz reinmachen? Wo sie den Baum hineinschieben und dann wird er mal sorgen, möhrenförmig zusammengedrillt ja, und kommt auf der anderen Seite in eine Art Netz wieder raus. Ja. Ne? Ne? Ja. Das ist aber ganz schön umständlich. Dann muss man so ein Ding erstmal transportieren. Das kostet Lagerkosten. Man muss die Netze kaufen. Das kostet alles Geld. Man kann es einfacher machen. Man kann es einfacher machen. Viel einfacher, wenn es darum geht, dass er erstmal sorgen, der Kunde das wegtransportiert, das Bäumchen. Und wie ist einfacher? Nicht mit einem Netz oder was? Eine Klapptanne. Machst du mal noch ein Bier, bitte? Wie eine Klapptanne, wo die Äste, die, wo du die Äste. Was denn? Machst du mir bitte noch ein Bier oder ist das eine Verweigerung? Hast du dann. Ich sag mir jetzt nicht, dass du. Und dann hast du die Äste. Leidest abgehauen. Du unter. Hast du die Äste abgehauen von so einem Baum? Nein. Ist ja nur noch so ein Strunkenstamm. Hast du nicht? Nein. Was denn? Hast du mal gesehen, wie die Blindenstöcke funktionieren? Die kann man so rausziehen. Und dann hat man so drei zusammengeklappt. Gibt's auch bei Zelte, habe ich mal gesehen. Giovanni hat mal in seine Parzelle ein Zelt aufgebaut. Mit den Stangen, die man da reinmacht, das ist ganz klein. Und dann kann man das so mit den Gelenken ineinander schieben. Und da habe ich mir gedacht, eine Tanne jetzt, mein Ingo-Mann, ne? Eine Tanne, ne? Die hat ja keine Rinde in dem Sinne. Eine Tanne hat eine Haut, eine Pelle. Eine Haut? Hast du mal angefasst, das ist ganz weich. Das ist nicht wie eine Eiche oder wie eine Buche oder wie eine, weiß ich nicht, wie ein Mammutbaum. Sondern eine Tanne ist eine Tanne. Die Nordmann-Tanne ist weich und geschmeidig. Sie hat eine Pelle, mein Engelmann. Eine Pelle? Eine Pelle. Habe ich noch nie gehört. Tannenpelle oder ja, das muss man ja auch nicht hören. Das kann man ja sehen und fühlen. Nur es hat sich bislang noch keiner damit so beschäftigt wie ich. Und ich habe mir gedacht, wenn man an zwei Stellen, von mach mal bitte noch, leidest du unter der Mars-Saturn-Spannung wegen zweimal, mal sorgen jetzt hier Vollmond in diesem Monat. Es gibt Leute, die leiden da unter. Unter was für eine Spannung? Saturn-Mars-Spannung ist das Stichwort. Saturn-Mars-Spannung. Ach, wegen Vollmond oder ja, was? Ja, sehr. Es könnte ja sein, dass das deinen Biologierhythmus durcheinander gebracht hat. So, jetzt pass auf, mein Ingo-Mann. Was denn? Hast du so eine Tanne auseinandergesägt oder was? Ja, das hat nicht gleich bei einer geklappt. Und man muss da auch vorsichtig sein. Die Pelle jetzt mal sagen. Weißt du, was meine Überlegung war, mein Engelmann? Na? Im Grunde ist ja auch egal. Du wärst ja morgen sowieso rausgeschmissen worden, ne? Oder was? Weißt du, wieso das denn? Jo, morgen ist Nikolaus vorbei. Na eben, deswegen. Na eben, ja. Ne? Jetzt so, ne? Und dann war ja auch egal, ne? So, weißt du was? Wenn du das ansägst, den Stamm, dann darfst du ihn nur so weit ansägen, bis man sorgen, die Pelle noch nicht verletzt ist. Aha. Die Pelle muss stabil bleiben. Ja. Einmal, zweimal. Und dann kannst du die umbiegen und noch mal umbiegen. Und dann hast du, muss sorgen, so hoch hast du eine Nordmann-Tanne, die bis unter 3,80 Meter Deckenhöhe in Altbau geht. Hast du so einmal ein Benzel rum, eine Halterung, wie man sie manchmal früher, kann man doch, kennst du die Drahthalterung mit dem Holzding drin, ne? Ja. Zum Einklinken für Pakete. So, mehr braucht er nicht besorgen. Dann kann er seine Tanne mit nach Hause tragen, ganz normal, ohne diesen riesen Apparapüfto, wo er das doch durchschiebt. Ne? Man muss nur gucken, dass man, wenn man den aufstellt, ne? Denn ich hatte das probiert dann an dem Ständer.
Ne? Da muss man aufpassen, dass er dann, wenn man den so normal dann hinstellt, fällt er sofort wieder um. Tatsächlich, ne? Das ist ja ein Ding. Nur. Und wie hast du hingekriegt, dass er nicht umfällt dann? Der war doch im Reiter. Ich habe das Zeug nicht dafür gehabt, das Material. Aber ich habe ihm erzählt, sein Helfer, er war ja nicht da, er kam dann später. Der hatte doch noch so einen anderen Helfer, der hat dann noch so einen Anhänger gebracht oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Dem habe ich gesagt, wenn er die Bäume nachher wieder zum Aufstellen haben will, muss er nur in den Baumarkt fahren und dann kann er über Schildkröte kaufen. Kann er ja. Ja, was ja, normal. Das schraubst du unten in den unteren Teil eine Öse ein und oben vorne ein kleines Häkchen, wie man das an den Toilettentüren früher innen hatte. Und dann stellst du ihn auf und klingst den Haken, klingst du ein. Dann kann er nicht umfallen. Und dann siehst du ihn unten von links und oben von rechts mit der Konterung. Es ist eine reine Konterung, mein Ingomar. Ja, aber wenn du den Stern durchsiehst, der kann doch nicht, dann sind noch oben die ganzen, die Nadeln, die kriegen wir noch, die werden noch gar nicht mehr versorgt, dann, die fallen doch dann gleich ab. Wovon sollen die denn noch versorgt werden? Wieso, du stellst ihn doch in Wasser rein, was hallo. Den schraube ich in die Apparatur fest. Der was Weihnachtsbaum, deswegen trocknet er doch aus und die Nadeln fallen runter. Wenn man beide Erfindungen kombiniert hätte, es wäre eine Welterfindung. Es würde keine Plastik-Weihnachtsbäume mehr geben müssen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Titchen. Du hast doch den Mann, einen Weihnachtsbaumständer, da kommt doch Wasser bei. Die haben doch alle... Eine normale Halterung mit einer Schraube dran. Ja, natürlich. Da ist doch kein Wasser drin. Ja, aber Logan. Da ist kein Wasser drin. Da musst du Wasser reinmachen. Das Wasser ist ja nicht da schon, wenn du den im Geschäft kaufst, ist das ja doch noch nicht drin. Das musst du zu Hause machen. Ingo, ich hab doch, wenn überhaupt, aber der auch, wo genauso wie der, den ich früher mal hatte, ein Christbaumständer, der weiter gar nichts ist. Wie der weiter gar nichts ist? Da ist nur ein Loch mit einer Schraube dran, da kommt der Weihnachtsbaum raus und rein und fertig. Ja, und in dem, da ist doch immer ein... Auf jeden Fall, weißt was... Zum Schluss habe ich mich dann noch hingestellt und habe für die Leute gesungen und habe da so ein bisschen versucht, die natürlich auch noch anzukurbeln mit einer Werbemusik und so weiter. Hm. Na? Habe ich mit der Mundharmonikum, mein Ingomar. Ich kann doch Mundharmonika spielen. Das ist doch von dieser Frau aus dem Mittelalter erfunden, das Instrument. Was ist das? Von einer Frau, die heißt Monika, die war doch immer so besonders munter. Und die hat doch aus Metallkämme, die sie zusammengesteckt hat, mit einem Kästchen dahinter, hat sie doch auf den Kamm geblasen. So ist das Instrument erstellt. Ich hab sie... Monika, Josega. Munter. Na, hab ich dann gesungen, hab ich gesagt, oh, Tandelbaum, oh, Tandelbaum, du kannst selbst zu Hause ihn zusammenbauen. Das ist doch gar nicht schlecht. Doch wollen Sie die Leute, die waren da gar nicht so uninteressiert dran, mein Ingomar. So, was haben Sie noch? Arbeit. Ja, 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 ja. Komm her. Ihr seid schon länger hier. Wie, Moment, was ist denn los? Ja, komm mal her. Was? Sag mal, Alter, tickst du nicht mehr ganz richtig? Was? Der soll bei mir Weihnachtsbäume verkaufen. Ich gebe ihm hier diese Kluft, dass er Gas gibt. Ich bin nur mal eine halbe Stunde weg. Ach, Sie sind der Weihnachts... Ja, ich komme zurück, dann macht er die Biege. Weißt du eigentlich, wie mein Tannenbaumstand aussieht? Wie Jurassic Park. Erster Teil. Abgeknickte Bäume. Ach. Und dann der Oberhammer. Da sind Tannenbäume, die haben überhaupt keine Nadeln mehr. Was hast du da eigentlich gemacht? Sag mal, hast du einen Rasierapparat dabei gehabt? Oder haben wir das ausprobiert? Oder, hä? Ich wollte ihn in Nadeln für eine Magnetismusbenadelung. Für was? Das dauert nur so lang, wenn das einer alleine macht. Wenn Sie jetzt mal sorgen, jemanden anstellen, dann schaffen Sie Arbeitsplätze, um die zu ändern. Ich schaffe Arbeitsplätze und du schaffst die Tannenbäume weg, oder was? Weißt du eigentlich, was du da an Verlust angerichtet hast? Ich bin kurz vor der Pleite. Hat er denn viele... Wie heißt du? Du bist Ingo. Ja, Ingo, pass auf. Ja, zwei Bier ist schon mal gut. Und ich habe so einen kleinen Mops zu Hause. Du kannst jetzt gerade zwei rohe Würste. So, ja, klar. Mal ein. So, pass auf. Wir zwei, ne? Kluft ziehst du erstmal aus, ne? Da rennt er den ganzen Tag mit rum. Das ist Ihre, ne? Ja, natürlich. Das ist meine Kluft. Er sollte da den Animateur machen. Er sollte da den Tannenbaumverkauf anreißen. Ja. Erzähl doch mal was mit Magnetismus. Wenn man den mal sagen, den Nadeln metallisch kriegt, ne? Und der Baum von den Stämmen her aus Eisenmagnet ist, dann wirft man den Nadeln da dran und baggern die fest. Und wenn man den Magnetismus unterbricht, fallen sie nochmal runter gegen Ostern. Das war die Idee dabei. Ideen, was er will dann auch was Gutes.
Hier, bitte. Also für mich ist er so ein bisschen Daniel Düsentyp Arme, ne? Der große Erfinder, oder was? Ja. Die Hose auch.